Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ich habe hier den Traktor noch, der schon 59 fährt, der soll ja einmal grubbern. Dann haben wir hier unseren Dünger-Heini, der eine halbe Stunde fertig sein soll. Mal gucken, ob er so lange braucht. Eventuell könnte ich mal, ich könnte mal gucken, was ich die Sachen für die Garage. Ja, kann ich so reparieren, okay. Sollte ich mal meine Fahrzeuge reparieren. Das ein oder andere ist doch schon ganz schön abgerockt. Jo, müsste alles gewesen sein. Ja, kam mir die Drohne mit dem vom Reparaturservice vorbei und während der Arbeit die Fahrzeuge repariert. Das ist ein Service. Muss der arme LKW gleich schon wegfahren, wegfahren, wegbringen, fahren. Ah ja, Sprachprobleme. Sorry. Auch immer der fette Traktor hier nur mit 9 km/h ja doch fliegen kann. Obwohl 15 eigentlich eingestellt ist. Vielleicht, ja gut, kann sein, dass bei dem Grubber 9 normal ist. Weiß ich nicht. Dass einfach der Tempomat noch höher eingestellt ist. So, wir brauchen auf jeden Fall hier einen Kurs. Feldarbeiten machen. Und zwar auf der 59. Machen wir zwei Bahnen. Wir machen zwei Bahnvorgewinde. Auf den Feldrain an, weiche Ecken. Jo. Dann fangen wir am ersten Wegpunkt an, bitte.
Ja, muss hier gerade wenig los, habe ich das Gefühl. Ja, das hält hier beim Kartoffelernten am meisten auf, dass der über die ganze Map fahren muss. Vielleicht sollte man nicht. Es ist sinnvoller, noch einen weiteren LKW zu kaufen. Ja, machen wir jetzt auch. Wir haben genug Geld für einen LKW. Und dazu brauchen wir noch einen Anhänger. Es ist einfach sinnvoller, zwei Abfahrfahrzeuge für einen Roder hinzustellen. Welt 58. Und weggebracht werden muss das dann Getreidehandel. Mal gucken, ob das jetzt reicht mit zwei Fahrzeugen, ich denke. Ich hoffe. Na gut, der braucht nicht mehr lange. Auch Saatgut reicht definitiv. Romania kommt auch gut voran.
Der zieht das Ding auch mit 15 weg. Der ist hier auch so vielleicht 2 Minuten, sagt aber. Das ist ja auch ein sehr kleiner Acker. So, der ist gleich beim Roder. Ja, ihm glaube ich seine 21 Minuten auch. Irgendwann reicht. Nochmal zweimal zu roden, dann haben wir noch irgendwas anderes. Ey, 48 düngen. Daher, da kriegt man immer mal noch eine Aufgabe mehr rausgeschüttelt. Oh, er kämpft sich gerade hier durch die Stadt. Oh, und er geht ins Nachgewinde, so wie es aussieht. Nicht schlecht. Ah, da kommt der Kollege gerade die Brücke runter. Hier am Roder ist es auch sagt nimmer eins Tag durch. So, komm, ruf deinen Abfahrer. Ah, da schon. Na, ja, das wird deine C auch passen. Ah, ich glaube, mit einem weiteren Traktor und einem Drescher, das dauert noch ein Momentchen jetzt. Aber reparieren und den nächsten den einen weiteren Anhänger, ja, Anhänger und LKW kaufen war schon notwendig. Dauert sonst einfach zu ewig mit dem mit den Wartezeiten. Ich hoffe, der Roder hat dann jetzt fast keine Zeiten zum zwischendrin, aber da gucken wir mal.
Das sieht ja soweit ganz gut alles aus. Ja, er ist jetzt gerade an der Abladestelle. Also kurz davor. Könnte passen, dass es ohne viele Wartezeiten dann jetzt vorangeht. Könnte als nächste Aufgabe dann hier kommen, sähe die 59 ein. Die Minuten brauchen wir noch. Oh, der ist ja auch schon nach. Ne, letzte Bahn ist ja gerade. Prozent haben wir abgeliefert. War doch richtig 48, ne? Ja, 48 Dürgen. Komm, heute jetzt hier nicht rum. Den Feldtransport wollen wir uns noch fixieren. Kannst du so machen? Mehr. Oh, so finde ich das besser. Ersten Wegpunkt anfangen und los geht's. Und hier, Sari, danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich auch über Kommentare freuen, wenn ihr Fragen und Anregungen etc. pp. Habt. Gerne einfach in die Kommentare schmeißen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.